Straight heraus, alles, was hier im Hintergrund passiert ist, von dem ich euch nicht Bescheid geben konnte, all die harten Tja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Was wir zuerst erledigen müssen, ist natürlich, liebe Freunde, wie ihr wisst, auf maximilian.eu gibt es aktuell noch meine Merch zu kaufen und es gibt natürlich auch ein Gewinnspiel. Es gab ja die Air Max 90, die da drüben stehen. Ich werde es jetzt nicht holen zu gewinnen. Es tut mir leid, dass ich das Ganze jetzt relativ unspektakulär mache. Das ist vielleicht unfair denen gegenüber, die sich da jetzt ein bisschen mehr erwarten, weil es ja ein Gewinnspiel ist und ich happy sein sollte und mit großem Radau den Gewinner ankündigen sollte. Ich habe aber einfach absolut keine Lust drauf. Tut mir wirklich leid, ich habe keinen Bock. Dementsprechend, der Gewinner wird jetzt auf Instagram veröffentlicht. Herzliche Gratulation, vielen lieben Dank trotzdem an alle, die mitgemacht haben. Und natürlich ist mein Merch auf maximilian.eu noch erhältlich, liebe Freunde. Also holt euch meine Merch. Es ist fast nichts mehr da, aber ja, wir sind kurz vorm Ausverkauf. Das heißt, wer sich jetzt noch was holen möchte, hat die Gelegenheit. Gut, lassen wir das Thema, gehen wir zum dem Thema, warum ihr da alle drauf geklickt habt. Meine Stimmung ist schlecht. Normalerweise, ihr kennt mich als den positiven, optimistischen jungen Mann, der mit Rückschlägen auch immer wieder sehr, sehr umgeht. Im Endeffekt wird mir nichts anderes überbleiben, als mit diesem Rückschlag umzugehen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Jahr 2019 startet für mich nicht gut. Schlecht. Ich habe so das Gefühl, als würde ich momentan monatlich so richtig einen in die Fresse bekommen, so als wäre das einfach schon Tradition, jedes Monat voll einen zu kassieren. Begonnen hat es im Dezember, wie ihr alle wisst, am 27., als ich herausgefunden habe, dass bei mir eingebrochen wurde und Mode und Schuhe im Wert von 27.000 Euro gestohlen wurden, insgesamt inklusive meines Laptops. Dieser Laptop wurde dann geknackt, weil mein Passwort Max war sehr, sehr intelligent und einen Monat später wurde ich dann mit privaten Fotos, die auf meinem Computer waren, erpresst um 15.000 Euro. Auch nicht schlecht. Die Polizei hat die Ermittlungen damals aufgenommen mit dem Einbruch. Sie haben DNA-Spuren genommen und später, wo ich dann erpresst wurde, wurde das Ganze zu einem größeren Ermittlungsstand dadurch, dass da noch Erpressung hinzukam. Ich habe mit der Polizei so gut kooperiert, wie ich konnte. Mehr noch, ich habe ein eigenes Computerteam zusammengestellt, Computerexperten, die mit der Polizei quasi zusammen agieren sollten. Im Endeffekt war es einfach nur so, dass meine Computerexperten Dinge herausgefunden haben. Die Informationen haben wir dann der Polizei gegeben und die haben dann versucht, damit was anzufangen. Und zwar mehr schlecht als recht, so wie man es eigentlich gewohnt ist. Die Schwierigkeit war, auf die IP-Adresse der Erpresser zu kommen, weil sie einen Server verwendet haben, der dir ermöglicht, IP-Adressen zu wechseln, das heißt einmal in Frankreich, einmal in was weiß ich. Meine Ermittlungsexperten haben dann festgestellt, welche Firma diesen Service anbietet und das Einzige, was zu tun war, ist eigentlich von der Polizei aus diesen Dienstleister zu kontaktieren und Informationen anzufordern, weil die Polizei das Recht dazu hat. Hatte die Polizei anscheinend keinen Bock darauf, denn nach mehrwöchigen Nachtelefonieren habe ich immer wieder gehört, ja, ja, wird schon passieren, wir sind da dran, wir sind da dran. Und jetzt habe ich einfach einen Schrieb bekommen von der Polizei, wo drin steht, dass sie die Ermittlungen gegen Unbekannt nicht weiterführen, weil die DNA-Spuren nichts ergeben haben. Nichts ergeben im Sinne von, es kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt werden, dass die Verdächtige da involviert ist, dass das ihre DNA-Spuren sind, weil es wurden meine gefunden, nicht identifizierbare DNA-Spuren und dann noch DNA-Spuren von einer unbekannten Frau. Aber nur aufgrund dessen, dass die DNA-Spuren nichts ergeben haben, ist der Einbruch nicht erklärbar. Somit kann man mit den DNA-Spuren nichts anfangen und die Einbrecher nicht ermitteln. Klar, weil die DNA-Spuren, die haben nichts ergeben. Logisch. Aber auch die Erpressung, der schwerwiegendere Kriminalfall, wird jetzt einfach auch eingestellt. Obwohl ich durch meine Computerexperten Wege herausgefunden habe, wie man diese Erpresser ist gleich Einbrecher dingfest machen kann. Aber
machen sie nicht. Keine Ahnung, ist zu schwierig, eine E-Mail zu schreiben. Wochenlang habe ich hier immer wieder Stunden investiert und bin immer wieder auf die Polizeistation gegangen, um mit den zuständigen Behörden zu kooperieren. Und die haben mich einfach immer wieder, ja, ja, richtig, und haben das alles angenommen, was ich gesagt habe. Und jetzt im Hintergrund hauen die mir einfach das Hackl ins Kreuz. Nicht so, als würden die Personen, die damit beauftragt waren, mich persönlich kontaktieren und mir die Sachlage erklären, sondern sie schreiben einfach einen Brief, wo drin steht, ja, Pech. Und das Beste ist, ich kann die jetzt nicht mal mehr anrufen, weil die einfach nicht abheben oder einfach nicht erreichbar sind. Denen ist das wurscht. Die blenden mich jetzt einfach aus, ignorieren mich, weil es ihnen vermutlich unangenehm ist, dass sie mir nicht selber sagen können, dass sie einfach keinen Bock mehr haben zu ermitteln. Das heißt im Großen und Ganzen, dass die, die nicht nur eingebrochen haben, die nicht nur mich erpresst haben und nicht nur letzte Woche ein weiteres Mal versucht haben einzubrechen, dass die jetzt fein raus sind, sondern dass es der Polizei einfach scheißegal ist. Auch, dass die es nochmal versucht haben einzubrechen, ist denen scheinbar vollkommen egal. Und dementsprechend bleibt mir nur eins über, und zwar nicht nur mit der ganzen Sache abzuschließen, sondern einfach all die Informationen, die ich euch nie gegeben habe, weil sie noch in den Ermittlungen standen, das tun sie ja jetzt nicht mehr, euch die einfach zu sagen. Straight heraus, alles, was hier im Hintergrund passiert ist, von dem ich euch nicht Bescheid geben konnte, all die harten, verfickten Stories, und ich sag so, wie es ist, die krassen Geschichten, werde ich einfach straight veröffentlichen. Und das wird meine Abrechnung. Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen. Das wird meine Abrechnung. Das nächste Video, da wird alles drin sein. Und ich glaube, viele von euch können sich jetzt schon vorstellen, wie ich mit solchen Dingen umgehe. Wartet auf das nächste Video. Viel Spaß.